Hier haben sich ca. 200 Menschen versammelt, die hier auftreten, um die türkische AKP-Regierung zu unterstützen. Offensichtlich handelt es sich aber hierbei um weniger Leute, die aus dem Dunstkreis der AKP kommen, sondern direkt aus dem Dunstkreis der MHP, der türkischen Faschisten. Man sieht es auch an den Symbolen. Und die Leute, auch die Kundgebungsredner, die oben auf dem Podium erschienen waren, begrüßen sich mit dem Gruß der grauen Wölfe, nämlich dieses da. Also das ist sozusagen die Family der türkischen Faschisten. Und die sind nochmal eine Nummer härter einzustufen als die AKPler, die militant auch als Person hier vorgehen gegen alle linken Demokraten. Und insofern ist gerade hier eigentlich auch Einhalt geboten. Ich würde sagen, hiermit beweist sich ja, dass das eine Kundgebung von Faschisten ist. Da ist es natürlich sehr problematisch, dass sowas zugelassen ist. Aber wir wissen, dass die türkischen Faschisten hier in Deutschland nicht verboten sind. Die MAP ist nicht verboten, die Grauen Wölfe sind nicht verboten, während die PKK hier ein Verbot hier in Deutschland hat. Und da sieht man natürlich eine Ungleichbehandlung. Und dadurch kommt es zustande, dass hier diese Faschisten ja auch die Kundgebung durchführen können.